Liebe Brüder und Schwestern, wozu ist Jesus gekommen? Hier steht es ganz deutlich. Johannes der Täufer sagt, warum Jesus gekommen ist. Er hat schon gesagt, er ist das Lamm Gottes und er wird es sein, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist das eine. Aber mehr noch, Jesus, er kommt und er tauft nicht nur mit Wasser. Johannes sagt, er ist es, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Können wir sagen von uns selbst, dass wir so erfüllt sind von der Kraft, von der Freude, von dem Feuer des Heiligen Geistes? Brennen wir wirklich für Jesus? Es ist gut, wenn wir bei diesem Evangelium einfach so stehen bleiben und mit der Frage auch in uns den Wunsch wecken, ja, den Wunsch, die Sehnsucht danach wecken, so in der Kraft, in der Salbung, in dem Feuer des Heiligen Geistes zu leben. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, ich werde ein Feuer auf diese Erde werfen. Er hat nicht von einem Atom- oder Bombenfeuer gesprochen, sondern von dem Feuer des Heiligen Geistes. Wartet in Jerusalem, bis die Kraft des Höchsten euch bekleidet, hat er gesagt. Bekleidet sogar, das Feuer des Heiligen Geistes bekleidet uns. Es verbrennt uns nicht, genauso wie der Dornbusch nicht verbrannt ist und doch brannte. Und Gott ist eine brennende Liebe und diese Liebe möchte in uns wohnen. Aber diese Liebe Gottes wird uns nicht einfach so auf den Kopf fallen. Johannes der Täufer hat das Volk vorbereitet mit einer Taufe der Umkehr, des Bewusstseins, wir leben nicht in allem so, wie es Gott gefällt. Und unser Herz muss bereitet sein. Es braucht eine Umkehr, eine Hinkehr zu Jesus, ganz bewusst. Es braucht Erkenntnis der Sünde. Es braucht Erkenntnis dessen, was über die Sünden heraus uns noch von Gott trennt. Es braucht das. Es muss bereinigt werden. Wir haben gehört im Advent, die Berge müssen abgetragen, die Täler aufgefüllt werden. Es ist die Rede von unserer Seele, von diesen hohen, stolzen Bergen in unserem Leben, wo wir meinen, wer und was wir alles sind. Und von diesen Tälern von Angst, von Schüchternheit, von Verzweiflung, Depression, wo Gott sagt, ich gebe dir ein neues Selbstvertrauen. Ich fülle alles, was dir fehlt, auch an Liebe fehlt, mit meiner Liebe auf. Liebe Brüder und Schwestern, so dürfen wir vor Gott kommen. Als ich diese Worte gelesen habe von dem heutigen Evangelium, habe ich auch in dem Kontext von Umkehr, mich erinnert an das Buch der Weisheit, im ersten Kapitel, da steht, in eine Seele, die auf Böses sinnt, kehrt die Weisheit, oder kehrt der Geist Gottes, das ist die Weisheit, nicht ein, noch wohnt sie in einem Leib, der sich der Sünde hingibt. Der Heilige Geist kann nicht und wird nicht mitmachen, wenn wir in Sünde und Gott verleben. Da wird er nicht mitmachen. Und Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Jesus hat die Händler aus dem Tempel herausgefegt und er will auch aus dem Tempel, der für den Heiligen Geist bestimmt ist, unser Körper, unser Leben, wird er auch alle Händler, will er sie austreiben. Und deswegen brauchen wir Umkehr und immer wieder, weil wir selbst spüren und wissen, dass wir noch viel zu viel an manchem hängen, noch viel zu viel auch an Negativen mit uns beeinflussen lassen von allem Möglichen und auch in Sünde fallen. Und nicht Gottes Willen, sondern oft unseren Willen tun. Wir beten, dein Wille geschehe. Ja, Herr, möge dein Wille auch heute in mir geschehen. Gib mir die Kraft zu erkennen. Und mit der Erkenntnis gib mir auch die Kraft, deinen Willen zu tun. Und ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 7 im Buch der Weisheit immer noch, Vers 27, da heißt es, von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes und Propheten. Denn Gott liebt nur den,
der mit der Weisheit zusammen wohnt. Wohnen wir, leben wir wirklich mit der Weisheit Gottes zusammen? Was ist unsere tägliche Nahrung? Gehört das Wort Gottes zu unserer täglichen Nahrung? Haben wir es bei uns, das Wort Gottes? Gibt es Worte, die uns berühren, wo wir sagen, die schreibe ich mir auf und die will ich auswendig lernen? Und durch das Wort Gottes kommen wir in Verbindung mit Gott. Nathanael, wir haben das Evangelium vor ein paar Tagen gehört. Jesus sagt, ein wahrer Israelit, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und wer in Israel, wenn man vom Feigenbaum spricht, meint man jemanden, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, mit der Heiligen Schrift, der beschäftigt sich mit Jesus. Und so kommt man online mit Jesus, online mit dem lebendigen Gott, online mit dem Wort des lebendigen Gottes, sagt er nach dem Evangelium. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Was für Möglichkeit haben wir? Und ich würde sagen, Satz um Satz, den wir aus der Heiligen Schrift lesen, auch wenn wir nicht alles verstehen, Wort um Wort, das wir aufnehmen, werden wir verwandelt in dem, mit dem wir uns beschäftigen, mit Jesus Christus. Und erlaubt mir jetzt noch ein paar Worte zu sagen zu der Lesung aus dem Buch Jesaja. Es ist eine mögliche Lesung für den heutigen Tag. Jesaja 42, da heißt es, er, der kommt, um Recht und Gerechtigkeit zu bringen, das geklickte Rohr zerbricht er nicht und löscht den glimmenden Docht nicht aus. Er schreit und er lärmt nicht. In der Ruhe begegnen wir Gott, begegnen wir dem Wort Gottes. In der Ruhe wird uns bewusst, dass wir manchmal nur sind wie ein geknicktes Rohr, ein Schilfrohr, und wo wir sagen, was mein Leben, was ist das für etwas gewesen? Ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben. Mein Leben ist nicht gut. Ich bin geknickt. Ich bin eingeknickt, auch mit Sünde und so weiter. Was ist mein Glaube? So ein glimmender Docht, eine Kerze, die fast ganz verlöscht ist, nur noch glimmt. Und was steht hier? Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. So mit den beiden Fingern, wie wir das manchmal tun, damit die Kerze nicht weiter raucht. Das geknickte Rohr reißt er nicht ab, weil er sagt, hat sowieso keinen Wert. Wie viele glimmende Dochte kennen wir? Wie viele Menschen? Vielleicht bist du auch einer. Und du sagst, so wenig habe ich geglaubt an Gott. Ich bin geknickt. Man hat mich zu manchem gedrängt in meinem Leben, zu Entscheidungen, die mir jetzt leid tun. Ich bin geknickt. Wenn ich noch einmal das entscheiden könnte, würde ich anders handeln. Wie viele Menschen zu jedem Zeitpunkt hat es gegeben, die sich haben beraten, überzeugen lassen, verführen lassen zu diesem und jenem und vielen möglichen. Ich werde keine einzelne Situation erwähnen. Jeder in seinem Innern kann die Stimme Gottes hören. Jeder in seinem Innern, wenn wir ruhig werden, wissen, diese Entscheidung, jene Entscheidung, naja, ich kann sie nicht mehr rückgängig machen. Und da kommt die gute Botschaft Gottes. Wenn wir ehrlich umgehen, wenn wir ehrliche Reue zeigen und wenn wir zu dem kommen, der nicht auf der Straße schreit und lärmt, wenn wir kommen zu dem, der das Lamm Gottes ist, an dem Gott wohlgefallen hat, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann können auch alle diese falschen Entscheidungen unseres Lebens, dann können sie geheilt werden. Darum geht es. Liebe Brüder und Schwestern, unser Leben ist kein Spiel. Und wir können nicht sagen, aha, wenn das so ist, dann kann ich jetzt nochmal wieder falsche Entscheidungen treffen und dann werde ich irgendwann bereuen. Wir können nicht mit uns selbst, wir können uns selbst belügen, aber Gott können wir nicht belügen. Wir können vielleicht mit uns selbst spielen, aber mit Gott können wir nicht spielen.
Wer ehrlich vor den Herrn kommt, der geht nicht verloren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das sind klare Worte, sondern das ewige Leben hat. Und möge der Herr jetzt eintauchen, jetzt durch diese Worte der Heiligen Schrift, möge der Herr jetzt eintauchen durch die Feier dieser Heiligen Messe, möge der Herr jetzt eintauchen durch die Sakramente, besonders das Sakrament der Heiligen Beichte, in unser Leben, in all unsere falschen Entscheidungen, in all unsere Abkehr von Gott, möge er eintauchen, uns reinigen mit seinem kostbaren Blut, uns heilen und heilen schenken, denn was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Möge er dazu unser Herz öffnen, uns hoffen, Frieden, wahre Reue, aber auch die wahre Freude schenken, sodass auch wir die Stimme Gottes hören. Auch du und du und du, du bist mein vielgeliebter Sohn, du bist meine vielgeliebte Tochter. Jetzt kannst du meine Stimme hören, jetzt kannst du die Liebe annehmen, weil du alles mir anvertraut hast, weil ich in dein Leben neu eintauchen durfte. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.